Und weiter geht's jetzt hier bei Party Cleveland Cavaliers gegen Golden State Warriors. Game 7 Simulation, 6 Punkte bin ich zurück. Aber ja, meiner. Sehr gut. Also juckt dir nicht, dass deine Bohnen angeflogen kommt? Ja. Das ist einfach eine Bohnen, den kannst du aber nicht stoppen, das ist aber eine Naturgewalt, der Kerl. Auf welchem College war der eigentlich? Ohio State vielleicht? Ich weiß es nicht. Gut, ich habe da eigentlich vor 10 Minuten schon mal gesagt, dass sie nochmal passen soll. Ja. Der war nice. Der war nice. Wir waren schon mit 30 Punkten. Nee. Wieso auch mal nicht? Ich wollte gerade zum Lauf wechseln, ganz hinterlaufen, weil ich dachte, das ist ja lang, passt, aber mit dem Ball. Jetzt pass mal auf. Hätte er schon mal reingehen. Das ist doch nicht vorbei. Nee, ich will das aber noch einmal machen, über den Center im Dreier. Ich weiß schon, warum ich mit dem Ball werde. Ja, es Mann, der Ball ist weg, aber ich muss noch mal nachtreten, Mama. Der wäre schon hier auch so reingegangen. Zählt das eigentlich? Ja, ich glaube nicht. Wenn der Steph Curry wirft ja auch immer da vorm Spiel immer von außerhalb. Der würde sich wahrscheinlich einfach, wenn es irgendwie Ende des Spiels wäre, einfach Steph Curry draußen hinstellen, der würde ihn von draußen direkt reinwerfen. Oh, schon. Ja, jawohl! F! Jawohl! Gut, dann meint meine Defense einfach so, ja du hast den, nee ich hab den, nee du hast den und dann hat ihn dann wieder keiner. Kennst du, ne? Kenn ich, ja. Der kommt auch so ganz irgendwo anders angerannt. Da ist er nur mal so. Die Cavaliers-Fans schreien und der verwirft. Die Gedanke ist dann echt auch so dieser Freiwerfer, gell? Ich habe etwas zu spät gelesen, deswegen habe ich ein bisschen früher losgelassen. Ich mache einfach kurz Pause. Ja, Alter, der bald ein Triple-Double, Alter. Das schon, wenn du X drückst jedes Mal, dann wechselt er dich automatisch. Ja, ich will auch, dass Curry gerade mal drauf bleibt. Denn doch bleiben die ja drauf. Die gehen erst irgendwie, also normal bleiben die jetzt ganz drinnen. So, das war ja etwas zu früh. Ja, Irving mit dem Dunk, ne, kennst du? Kenn ich. Das haben die, haben wir heute mal einen kleinen Lauf, muss ich sagen. So, komm, dann ist jetzt einfach Curry. Ich wusste, dass du mit Curry wirst. Du bist mit Curry immer. Du musst ein bisschen aufpassen, sonst wird er zu groß. Also die Sache ist, es ist halt auch lange nicht vorbei. Wenn du jetzt mit Curry 2-3-3er triffst, dann ist es vorbei. Ich kann auch rechnen. Nein, so halt nicht. Ach so. Das ist
bisschen mehr Ruhe in das Spiel bringen, ein paar Spielzüge ansagen für Curry. Also wird das nichts. Das war ja blöd, dass der jetzt so ein Grounder kam. Komm und Curry mit dem Block, jawohl. Stehen drei Warriors-Spieler drumherum, aber keiner will diesen Rebound. Das würde die Statistik nur kaputt machen. Das ist gut für mich, wenn ich das sehe. Mann, Alter! Wird dann nichts mehr. Weißt du, die passen doch quer rum. Ja, dann machst du da links, dann ruhig doch mal das Spiel und sag mal Spielzüge für Curry an oder so. Du verlierst beim 10. Spielzug hintereinander, turnst du den Ball over wegen irgendwie so einer Scheiße oder so, du machst trotzdem mal weiter. Ja. Das ist immer dein Problem, warum du nie gegen mich gewinnst. Es ist immer endlangig knapp und dann irgendwann verlierst du endlich den Faden und kommst dann nie wieder zurück. Der Kopf seit 20 Jahren. Kommt jetzt das Comeback der Warriors? Oder werden die Cavaliers den Titel gewinnen? Das war nett. Jetzt kommt der Run. 20 hin, jetzt kommt das Comeback des Jahrhunderts. Hör ich auch nicht. Da war mein Center einfach nicht da. Du hast noch 18 Minuten Zeit, also alles drin. Da ist nichts vorbei. Hey, weißt du, er steht frei. Er steht frei. Nein, pass mir nicht hin. Ich bin da frustriert. So ein bisschen. Ja. Egal, man. Ich will einfach wieder Formel 1. Da hab ich gerade Bock drauf. Nach dem Monster. Ja, der Monster ist hier auch mal langsam wirklich. Muss, der von mir vorhin da, der war für mich der niceste. Ja. Der war auch ganz nett. Ja, gut, wobei, der sieht in der Zeitlupe irgendwie nicht so krass aus. Weil ich mach das mit LeBron einfach verdoppelt, da glaube ich mir gedacht. Das ist einfach All-Star-Game jetzt, weißt du? Das Defense gibt es nicht mehr. Wer braucht NBA Finals, Alter? Scheiß drauf. Jo, vermeinte meine Defense auch so wieder hin. Nee. Ist einfach nicht. Make it two hands for safety. Kannst du mal das Ding da oben wieder wegmachen? Das ist da oben. Da wo ein Ölgegaller mit den Strikers nach oben drücken. Okay. Sean Marion. Ich verstehe nicht. Der war ja, also bis vor, ich glaube im letzten 2K war der noch Dreier-Spezialist. Und ich halt auch frage, wie kann man mit so einem Wurf so Dreier-Spezialist sein? Ja. Drei Spieler ist es ja, solange er die Dinger trifft, ist ja scheißegal, wie er sie wirft. Ja, das ist schon klar. Der hat ein paar hässliche Jumpshots. Ja.
heute ein Spiel gespielt über 6 Minuten und ich habe perfekt einen Release verworfen. Ausgerechnet mit Commando Anthony. Okay. Da war ich ein bisschen sauer, muss ich sagen. Wissen wir die da on fire? Kennt man den? Der Lloyd Dover. Ah. Ich will den nach der NBA Finals und insgesamt nach den ganzen Playoffs alle gehasst haben. Wieso denn? Ja, weil da Taj Gibson wurde ja bei dem Cavaliers gegen Bulls, wurde Taj Gibson ja ejected, also rausgeschmissen, weil Delaware Dover, weil er halt so, sag ich mal, in Anführungsstrichen nachgetreten hat. Da hat Delaware Dover ja seine Beine festgehalten. Also lag er am Boden, hat dann seine Beine so geklippt und so weiter und hat gegen, ich glaube gegen Draymond Green oder so in den Finals auch, hier, irgendwas halt, ne? Gegen Draymond Green nachgetreten und so weiter. Meine Fresse. Ich dachte, so mal das ganze Netz wieder, aber hat er immer so reingelegt. Mal kurz gucken. Ein, zwei Rebounds und ein Assist away. Um sie Triple Double. Ja, so übrigens war das eigentlich nicht geplant. Ah, okay, Curry verwirft mal Korbleger. Kennst du, ne? Kenn ich, ja. Finde ich auch immer cool, wenn der einfach so 10 Sekunden verspätet passt. Wäre es ein bisschen konstanter geblieben, hättest du da nicht zwischendurch so endlich den Kopf verloren einfach. Wäre es glaube ich noch knapp. Also du triffst doch gerade einfach gar nichts mehr, ne? Also jetzt Monaco? Ja, schon, ne? Also wenn deine Spiele erstmal cold sind, triffst du halt einfach nichts mehr. Das ist halt das Problem. Weil die sind irgendwie gerade alle cold einfach. Das ist eigentlich jetzt ein Loop oder als Team oder als... Ein Loop war das schon. Nein, bei mir für LeBron hat das dann als Team oder als Rebound gezählt. Als Rebound. Zum englischen Trophy Carmelo Anthony. Nein, warte, das war ja kein Rebound. Das muss ja ein Stil gewesen sein. Ja, eigentlich schon, ne? Treffen auch gar nichts mehr, ne? Nichts mehr, Mann. Also die ganz einfachen, so richtig einfache Layups treffen sie schon, aber sonst nicht. Oder Korbleger so, aber sonst. Die schweren, ja, wobei. Nicht nur die schweren Korbleger, ja. Von James on the Wing. Da ist einer hingefallen. Hallo, Spielpause, da ist einer. Hallo! Da ist einer hingefallen. Machen sie ein bisschen All-Star-Game. Nee, Mann. Ist es so der Hammer? Ich hab den geblockt. Ja, ich weiß. Ja, ich dachte, du dachtest, er hat den verliebt. Da kommt wieder der Hämmerer. Marvin Hämmer. Marvin Hämmer. Die komische Ratte da. Ja, ja. Ich hab früher als Kind voll gerne gemacht. Ich auch, war echt cool. Ich hab doch alle 4 Staffeln, du. Aber es ist mir jetzt gerade so eingefallen, so der Marvin Hämmer. Der Hämmerer. Oh. Ja, er
Steph, Alter. Ja, wer war das überhaupt? Das war aber nicht Curry, ne? Nee, das war Sean Livingston, glaube ich. Ey, so dich doch. Weißt du, im Basketball ist nichts unmöglich in 12 Minuten. Das ist richtig, aber. Das ist NBA 2K15. Also ich dachte gerade, wir wollen James Speaker, der gerade Center. Schau, da ist schon mal der erste 3-Pointer weg. Okay. Kann ich mit leben. Okay, wir machen jetzt einfach gar keine Punkte im vierten Viertel, ne? Ne, hab ich auch gehört. Das ist, wenn der einmal falsch liegt, ey. Warte. Der zwei Rebounds. Also ich wollte was nachgucken. Wie viel Energie kann man nachgucken? Also Carry Irving kann auch nicht verwenden. Wer ist James Jones? Der hat ganz schön breite Augen, glaube ich, hier. Komm mal, wo sie jetzt raus soll, ja. Wir machen noch keine Punkte mehr. Das war doch alles gut. Ich wollte einen Dank eigentlich verkaufen. Ab jetzt ist wieder Punkte machen erlaubt. Was? Ja, doch nicht. Zählt nicht. Hallo. Das verkacke ich eh. Ja. Der Jones, der holt ihn sich einfach. Weltklasse, der Junge. Weltklasse. Seine Hand mitten im Arm oder in der Fresse sogar. Aber das ist bei Steph Curry auch so. Guck mal wieder Steph Curry rein. Guck mal, was du hier für Lappen drin hast. Guck mal wieder Steph Curry rein. Nee, ich hole jetzt erstmal gerade mit der Hand richtig einen hinten auf den Hinterkopf, Alter. Also ich natürlich schon mal den Ball over. The pretty Aleo. The pretty Aleo. Und Raymond Greener lässt da noch 3 Turnover, der darf noch mal. Carol gangst aber die ganze Mannschaft raus. Und macht sich jetzt irgendwie so ein bisschen fest. Ich wollte auch nicht direkt schon dahin passen oder so. Kennst du, ne? Ist der Run? Ist der Run? Nee, doch nicht. Vielleicht doch. Nee, doch nicht. Also ich glaube, wenn bei den Cavaliers Kyrie Irving und den, warum sind wir James, Kevin Love fit gewesen wären, hätten sie den Titel gewonnen. Das kann sein, ja. Wir haben jetzt schon 2 Spiele geholt. Aber sie waren halt nicht fit. Ja, das ist halt immer dieses Wenn und Aber. Also. Ja. Das ist das Double Team für Jones. Ist bekannt, dass der sehr gut ist, der Junge. Schneller regenerieren für die Spasti. Nee, egal, ob der keine Energie mehr hat. Das ist völlig wurscht. Ja, dann mit dem Fuß aber weggehauen. Das würde ich jetzt aber als Fußspiel werten. Ja, schau. Ja, okay, war das Knie, aber. Weißt du, solche Sachen freue ich mich normalerweise nie in der Karriere oder so machen. Weil das einfach die Wahrscheinlichkeit viel zu groß, dass du nach 5 Minuten 6 Turnovers gleich hast oder so eine Scheiße. Ist da noch was drin? Weiß ich nicht. Also mit der Defense? Wo er nicht. Der eine stellt seinen eigenen Mitspieler im Pick and Roll? Ich glaube nicht. Jones, no luck. Try to get a little too fancy with
Und BAM! Das war ja eigentlich schon fast ein Clear Pass Foul, hallo? Ich bin nur aus der Bronix hier, dann ist das vorbei. Jetzt war es bestimmt, er wollte nur einen Break machen. Das sind ja richtige Bankspasten, die da gerade spielen, ne? Alter, was macht der denn? Ich wirf meine Eier mit hoch, sagt er sich. Nein! Weißt du, manchmal klappt einfach alles, manchmal klappt einfach gar nichts. Das ist einfach die Wahrheit, leider. That's what you like to see. War einfach shady genug, ne? Ja, den hab ich ja noch. Mami, ich bin Dion Vaders, ich bin einfach langsam die nächste Scheiße. Also, Coin, das war eine terrible Transition Defense. Ganz ehrlich, ich verwechsel dich einfach, ob du mit Viergamer immer den Ball kriegst. Das ist unglaublich. Weil ich hab das Viergamer richtig eingestellt eigentlich, das war jetzt gerade nur mal wieder. Also ich glaube, Lee kann keine Dreier. Ja. Irgendwas mal ein Rebound, ey. Was soll ich denn, ist egal. Rebound. Oh, ein Foul vorbereitet. Ich hab den Mensch wieder rausgetan einfach. Ja, ich verwechsel ihn noch immer mit dem anderen komischen schwarzen Schirmbandträger. Also auch. Deswegen, ich dachte so, du warst so mit LeBron unterm Korb, so, hä, was machst du denn? Ja, war ja gar nicht. 3 Sekunden mit dem Rücken zum Korb. Zum 5. Nein, 3. 5. Hätten wir 10 Euro drum? Nee. Ich hab schon 5er verloren. Also LeBron, den hätte ich schon mal snatchen können da. Okay. Andre Iguodala. Alles klar. Ich glaube, der kann Freiwürfe jetzt nicht so Bombe. Was haben wir gesagt? Der ist müde. Kennst du, ne? Curry gewinnt. Curry den Rebound holt. Ja, immer noch nicht als Rebound gezählt. Nee. Da ist Curry mal da hinten hingerannt, weil es hätte ja sein können, dass er sich dafür. Ah, ich glaube, das war mein Center. Aber Lee macht es schon. Jones! Jetzt aber auf die Trophäe warten können, weil durch Pause hast du mir jetzt total rausgebaut. Nein, noch Mann. Ja, der gibt's nur fast doch rein.
Curry jetzt auch schon mal blocken können. Okay. Ich hoffe, was er da gemacht hat. 51 hat er so. 12 hat er noch. So was. Ein Rekord. Von Michael. Ich brauch die ganze Zeit zu faulen, ich will mich gewonnen und den Ding noch kaufen. Bist du schlecht? Bist du schlecht? LeBron ist draußen. Was? Ich dachte, LeBron ist draußen, aber ich habe ihn nicht gesehen. Machen wir die 130 vor. Curry F, Alter. Police, hast du mit euch schon völlig vergessen, wie der geht, ne? Das ist einfach viel zu spät. Ich dachte zu, ja, okay, muss halt ein bisschen halten, aber ne. Anscheinend musst du da einfach nur draufhacken. Draufhacken? Hacken! 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 Das ist ja etwas zu früh. Jawohl! So, jetzt komm runter! Wohl haben wir noch! Bisschen witzlos, muss ich sagen. Schon, ne? Der Bruno und Seid. Andre Iguodala. Den kann ich das eh nicht. Das will ich auch nie können. Jetzt loslassen. Mach ich auch immer, ne? Weißt du, da stehen zwei drumherum. Der eine, der musste einfach nur seine Hand hinhalten. Aber nein, da musste ein Dritter kommen. Ich vergesse mich auch noch mein Pfiff. Ich lasse immer noch viel zu früh los. Ja, 57. Wie viel brauchst du denn? 63. Oder 64, um den Rekord zu knacken. 63 im 1 zu spielen. Kein Problem, ne? Casey enttäuscht, sie realisieren, der Sieg ist wohl nicht mehr drin. Er hat mich auf dem Nacken balanciert. Das ist aber so peinlich, wenn du dir das was in echt vorstellst. Der Liup, weißt du, ist ja okay, wenn er den vergabt, aber der hat so einen Ball so am Nacken, so. Was mache ich denn jetzt? Ich hab einen Ball im Nacken. Ja, Der war sehr, wie jetzt verlegt, so ein bisschen peinlich. 61. Dreier und sie werden 64. Iguodala! Schade, ich dachte, ich hatte ihn noch. Ach, ich bin verderber. Donio! Hallo. Er macht mir die 100 voll. Ja, eben, das war das Wichtigste. Warte ich auch nochmal, bis sich da irgendwann den Kopf anhämmert am Brett. Ich glaube, der geht nicht rein. Was ich auch geil finde, ich habe fast einen perfekten Release, ist auch mal F. Dann mal F.
get bagel in the second. Ja, 5 Blocks, 5 Steals, 5 Assists, 5 Rebounds, 5 Punkte. Block Festival! Konnte Green nicht mal 3? Die ist schon ein bisschen down. Aber konnte Green nicht mal 3? Ja. Green? Ja, so meh. So meh? So, wenn es sein muss. Warte. Ah, warte. Nee. Jetzt wechselst du mir den hier nicht aus. Ja, oh, sorry. Ich bin wurscht, wie viel Energie der hat. Der spielt halt jetzt noch. Ist mir scheißegal. Der muss da rein, Alter. Der ist mir wurscht. Träumer, ne? Kannst du nur, wenn du LeBron hast. Weißt du, das ist mir jetzt ja schon Wayne. Das ist mir schon seit dem ungefähr Mitte dritten Viertel ist mir Wayne, was hier passiert. Ja, ich merke das schon. Ich muss mit LeBron die 64 voll machen. Nee. Einfach nee. Oh, jetzt kommen wir mal ran! Jetzt kommen wir mal ran! Nur ein 8 Meme. Ein 8 und du spielst gleich mit der 8, das ist ja ein Zufall. Ja, vor allem, der Kerl ist am Arsch, der hat nur noch 50 Energie oder so. Oh, verlegt. Und der scheißt einfach doof. Nein! Wenn du das jetzt nicht hinkriegst, das ist ja schon scheiße. Komm, lass mir mal die 64 voll machen. Genau so wollte ich das. Da komm ich doch mal ran, du. Ja, passt. Deine Freiwurfpunkte ist ziemlich im Keller. Ja. Wenn ich nur so Lappen dann. Ah, das ist klar. Das vorhin war 11 etwas zu früh und das ist jetzt 10 plus etwas zu spät. Jetzt wurscht, wie du das machst. So. Der Kerl ist im Arsch, weißt du? Er macht auch so einen Reverse-Dunk. Gar kein Problem für ihn. Wenn du seine Freiburg-Punkte noch weiter in den Keller geht. Das wird doch heute nichts mehr. Tino, zack, zack, zack. Oh, es kommt schon mehr werden. Alter, wie willst du mit dem Freiburg werfen? Man passt ihn doch früher! Das wird doch nix! Ey, ja, doch nicht! Mit jedem Geld, nur mit Sean Marion. Kriegst dich nicht! Und du stellst mal einen Rebound, ne? Ja, der jetzt 65 Punkte, 12 Rebounds, was ist? Gar kein Problem. So, mit diesem wunderbaren Spiel für LeBron James. Hä, wieso ist der MVP? Verstehe auch nicht. Verstehe ich nicht. So. Sehen wir uns dann beim nächsten NBA-Game. Bis dahin, auf Wiedersehen.